Wir versuchen heute endlich mal die Zuchtaufgabe abzuschließen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Tales. So, ich bin mit Peppina unterwegs und ich möchte sie jetzt gerade ganz kurz erstmal waschen, weil ich momentan diesen Frisierschuppen noch nicht bauen kann. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, wo ich Feuerton gefunden hatte und davon brauche ich einfach noch ein bisschen was. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, wenn wir jetzt sowieso schon auf dem Anwesen der Felixens nochmal sind, dann können wir das auch direkt hier machen. Aber ich möchte gern, bevor ich hier mal mir die neuen Mähen anschaue, möchte ich definitiv ganz gerne... Möchte ich definitiv ganz gern das Fell ordentlich haben. So, also verlassen. Gut, dann wollen wir nochmal schauen. Hi Pascal. So, was haben wir denn jetzt hier? Anpassen. Waren wir schon lange nicht mehr. Die ordinäre Mähne, ja, die kennen wir ja schon. Warte mal, ich muss mich mal so ein bisschen drehen. Der gerade Zopf, das sieht auch hübsch aus bei ihr. Ah, Springerzopf sind die Zöpfchen, die geflochtenen. Da fehlt mir hier vorne aber so ein bisschen was. Jägerzopf, ja, sind ein paar mehr, fehlt mir aber auch vorne ein bisschen was. Ah, Diamantmusterzopf, sehr cool. Und die Märchenlocken. Also ich finde den Geradzopf nicht schlecht. Ich glaube, ich mache ihr aber jetzt den Diamantmusterzopf. Das finde ich richtig cool. Und Schweif, gucken wir mal ganz kurz. Gerader Schweif. Nee, das ist jetzt nicht so meins. Springreiterschweif. Zeig mir bitte das Springpferd, was so einen Schweif hat. Geflochtener Jägerschweif. Schweif mit Diamantmuster. Nee, also da werde ich beim ordinären Schweif wohl bleiben. Obwohl sie dann nicht mehr ganz die gleichen Farben haben. Oder die gleiche Farbe. Aber der hängt so ein bisschen tief. Ich mache das jetzt trotzdem mal so und ja. Gucken wir mal, wie das dann aussieht, wenn wir drauf sitzen. Aufsteigen. So, jetzt müssen wir uns aber ducken. Doch, sieht aber, wenn man das erstmal drauf hat, sieht es aber nicht schlecht aus. Guck mal, das sieht richtig toll aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Oh, hier erstmal richtig hinsetzen. Ich habe eben erstmal meine Sweatjacke ausgezogen. Mir ist einfach so unfassbar warm, Leute. Es ist immer noch so. Ich glaube, ich hatte das hier in den Videos gar nicht erwähnt. Was ist denn da oben? Achso, ich glaube, das ist auch eine Schmiede. Ich glaube, ich hatte das hier in den Videos gar nicht erwähnt gehabt, dass ich Corona hatte, beziehungsweise jetzt momentan immer noch habe. Und es ist einfach alles gefühlt super anstrengend. So, also, soll ich irgendwas mitbringen für die Aufgabe? Ja, bring mir eine Ladung Heilkräuter und im Gegenzug sequenziere ich das Genom des Pferdes, um die Analyse gratis dazu. Ach ja, die Heilkräuter, stimmt, ich erinnere mich. Mir hatte jemand gesagt, wo ich die finde. Aber wo war das gleich? Boah, das ist jetzt schwierig. So, hier, die Natti 91, die hatte es mir geschrieben gehabt, dass ich die Heilkräuter zum einen beim Wildpferdespot bei Kiki finde, neben der Futterkrippe und auch im Ahnenwald. So, sehr gut. So, vielen lieben Dank an der Stelle. Jetzt bin ich auch wieder im Spiel drin. Kamera habe ich eingeblendet, die hatte ich nämlich eben aus Versehen vor Schreck ausgeblendet. Nein, vor Schreck nicht, aber so, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir die Heilkräuter finden. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal ganz kurz zu Kiki rüber. Gucken dann da, wo die Heilkräuter sind. Ich bin da jetzt auch schon zigmal gefragt worden, wo man denn die Sonnenblumen findet. Ganz ehrlich, Leute, ich habe noch keinen Plan. Ich denke, das werden wir noch rausfinden. Uns fehlen ja immer noch ein paar Teile der Map. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was gesehen. Als ich Material gefarmt habe, hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich das vorhatte. Also ich habe hier unten die Krabbenküste und die Korallenlagune, das habe ich so noch freigeschaltet, weil ich da durchgeritten bin. Ich weiß aber nicht, wie viel jetzt hier wirklich noch
vom Nebel verdeckt wird. Oh. Das Pferd hier ist ein bisschen kaputt. Neben der... Ach, da! Da ist die Futterkrippe. Heilpflanze. Okay. Gut, also jetzt kann ich... Jetzt können wir zurück zum Anwesen der Familie Felix. Obala. Da können wir jetzt wieder hin und können jetzt die Heilpflanze abgeben. Also ich gehe doch jetzt mal stark davon aus, dass die eine gereicht hat. Ich hoffe es zumindest. So. So. Also, auf geht's, weiter geht's. So, da sind wir jetzt. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir doch, genau. Genetische Informationen freischalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Züchten, Genetik. Als Genotyp bezeichnet man die genetisch vererbten Informationen. Diese beeinflussen den Phänotypen maßgeblich, der für die äußerliche Erscheinung deines Fohlens steht. Sämtliche Eigenschaften der Eltern können weitervererbt werden. Sei experimentierfreudig und züchte dir das Pferd deiner Träume. Einsicht in die Genetik deines Pferdes kannst du über Dr. Dorothea erhalten. So. Wunderbar. Ich habe noch ein paar weitere Fragen. Oh. Na klar, leg los. Passt, danke. Bis. Wie werden Fähigkeiten vererbt? Fohlen können Fähigkeiten und Eigenschaften von ihren Eltern erben, aber es kann natürlich auch zu neuen Mutationen kommen. Pferdezucht kann ein wahres Überraschungspaket sein. Und was ist eine DNA-Sequenz? Die Allele, die für die Fellfarbe deines Pferdes verantwortlich sind. Halte während des Züchtens die Augen danach offen und du wirst in der Lage sein, bestimmte Farben hervorzubringen. Probiere es aus. Okay, dann danke. Gern geschehen. Ich weiß, das sind gerade ziemlich viele Informationen auf einmal, aber das wird schon. Bis zum nächsten Gentest. Okay, alles klar. Sehr gut. Nun darfst du mich immer besuchen, wenn es dich nach Einblicken in die Genetik deines Pferdes verlangt. Gut. Soll ich irgendwas mitbringen? Ja, genau. Sie will dann jedes Mal Heilkräuter haben. Gut. Kenne ich jetzt die Genetik? Kenne ich jetzt die Genetik von Peppina? Oh, ausgerechnet von meinem besten Pferd habe ich jetzt. Es war eigentlich perfekt, dass ich das mit ihr gemacht habe. Was ist sie denn jetzt? Sie ist ein gemischtes Warmblut, Bernstein-Fuchsfalbe. Oh. Das ist, glaube ich, oh Gott, wofür steht das alles nochmal? Ich weiß es nicht mehr. EE ist, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht mehr drauf. A ist für Agouti auf jeden Fall. Es ist der Fuchs. D ist das Dann-Gen, also Falb-Gen. CH, oh Gott, was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. CR ist Cream, das ist weder vorhanden. Also das, was vorne steht. Ich meine, das war das, was vorhanden ist und hinten, dass es durchkommt oder so irgendwie was. Ich weiß es nicht mehr genau. LP ist Leopard, G, das ist Grey, genau. Also das sind, also angezeigt werden uns alle Gene, die es im Spiel gibt. Ich glaube, E ist für Black. Und dann sehen wir halt immer, welche Gene vorhanden sind und welche nicht. So, Stern, Blässe, Schnippe. Gestiefelt rechts vorne, links vorne, rechts hinten. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. So, wir haben jetzt eine weitere Quest abgeschlossen. Bau einen Frisierschuppen wäre die nächste Quest, die wir noch haben. Das müssen wir auch mal noch machen. Dafür brauche ich aber Feuerton. Woher kriege ich nochmal Feuerton? So, Leute, ich habe gerade rausgefunden. Ich habe gedacht, ich gucke nochmal. Es ist so, dass das, was ich gerade habe, reicht tatsächlich sogar. Ich habe sogar 282 davon. Das scheint nicht dieser Feuerton gewesen zu sein. Sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall können wir das jetzt da hinstellen. Und dann haben wir nämlich noch eine weitere Quest abgeschlossen. Das ist doch sehr cool. So, jetzt können wir auch hier unserem Pferd die Mähne ändern. Sprich mit Lilly.
So, Lilly steht hier. Oh. Hey, Lilly. Saubere Arbeit, Kadi. Man sieht dir gar nicht an, dass du so ein talentierter Baumeister bist. Hier, hast du dir verdient. Was Neues für dein Pferd. Oh, royales Zaumzeug, Mandagen, Sattel, Schabracke. Da bin ich mal gespannt. Ah, das ist das mit den Lilien, ne? So. Und Hollandzopf und Hollandschweif. Was ist denn das? Da muss ich jetzt erstmal... Oh, ich bin einfach durchs Pferd durchgerutscht. Was ist denn ein Hollandzopf und ein Hollandschweif? Ach, das ist das, was so, das ist das, was so... Ja, das hier halt. Auch cool. Ich bleibe aber trotzdem mal hier erstmal hier bei dem... So, das ist der Hollandschweif. Ah, der ist natürlich hübsch. Also ich bleibe auf jeden Fall hier bei der Diamantmustermähne. Und ich glaube auch erstmal bei dem entsprechenden Schweif, damit es passt. Aber ich finde das cool. Also ich finde auf jeden Fall, dass das schick aussieht. Das muss ich sagen. Gefällt mir. So, und jetzt will ich gucken, Royal, ja, das müssten die Lilien sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, es würde ja auch passen. Wir haben es ja von Lilly bekommen. So, anpassen. Jetzt schauen wir mal. Was habe ich denn jetzt überhaupt? Das sind die floralen Bandagen. Saft, Grün, Herbstlicht. Ah, royale Bandagen. Das sieht echt hübsch aus. Die Elite-Bandagen, sportliche Bandagen. Ja, aber die hier, die sind am coolsten. Es sind eigentlich nicht mal Bandagen, es sind halt Gamaschen und Streichkappen. So, das ist das elitäre Zaumzeug eigentlich auch ganz hübsch, ne? Royal, oh ja, oh ja. Das ist sehr schön. Ich würde es auf sie, glaube ich, gar nicht draufpacken. Ich glaube, ich würde bei ihr erstmal bei dem bleiben, was sie schon drauf gehabt hat. Sprich, das Cowboy-Zaumzeug, weil ich das einfach, ich finde, diese Zusammenstellung finde ich auf ihr eigentlich total schön. Muss ich so sagen. So. Wir haben jetzt momentan aber tatsächlich keine neuen Missionen mehr. Ich weiß nicht, ob das schon alles ist, weil ich weiß, dass wir im Trailer auch was gesehen hatten mit einer, die gemalt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran und da hatte ich jetzt noch nichts gesehen. Ich würde aber ganz gerne mal... da muss ich erst in den Birkenforst, um das da freizuspielen. Was ist das da unten? Irgendwas mit der Uferheimstätte. Da reiten wir jetzt mal noch hin. Ich will mal gucken, ob wir noch ein bisschen was, ob wir noch ein bisschen was freigeschaltet bekommen können hier. Oder noch ein bisschen was entdecken können heute. Weil ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob das jetzt alle Quests gewesen sind, weil wie gesagt, wir haben ja noch nicht mit allen Leuten zu tun gehabt, die wir im Trailer gesehen haben. Also die eine, die gemalt hat zum Beispiel, die haben wir, meine ich, noch nicht getroffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht noch Leute finden müssen, um noch mehr freizuschalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also was ich auf jeden Fall machen wollen würde, ich hätte Bock, also die Rennen müssen wir auf jeden Fall mal noch machen. Das können wir auch mal noch machen. Wir können eigentlich auch das Rennen hier oben mal gerade starten, ne? Ich hätte auf jeden Fall auch Bock, die Errungenschaften noch abzuschließen. So, ho. Rennen starten. Gucken wir jetzt einfach mal, ob wir das hinbekommen. Peppina ist auf jeden Fall blitzblank und sie ist das beste Pferd, was ich im Stall habe. Also von daher, das Rennen sind wir, glaube ich, schon mal geritten. Damals aber noch, als ich das mal missverstanden hatte, was ich eigentlich machen muss.
Und guck mal, wie unfassbar krass das einfach hier mit ihr ist, weil sie so super schnell ist. Also. So, jetzt geht's hier weiter. Ah, da hätte ich noch Hufeisen einsammeln können, aber macht nichts. Ich weiß nicht, was jetzt hier... Oh, das war knapp. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so richtig, was jetzt hier die sinnvolleren Wege sind. Oder wie ich am schnellsten ins Ziel komme. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wo das Ziel ist. Das macht's schwer. Da geht's weiter. So. Einmal hier ein bisschen die Ausdauer auffrischen. Nicht, dass ich hier gleich hänge und ich komme nicht mehr weiter. Uah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Peppina hat mich gerettet. Da hat sie sich echt gestreckt über den Sprung. Oh Gott, ja, unsere Haltung ist nicht ganz so toll. 2 Sekunden. Wir waren 2 Sekunden zu langsam. Schade. Aber trotzdem. Wir sind das Rennen geritten. Es ist okay. Und wir haben relativ viel Ruhm dazu bekommen. Wobei der Ruhm eigentlich mittlerweile schon egal ist, würde ich sagen. Ich glaube, das macht jetzt gar nicht mehr so viel aus. Ja, aber es ist jetzt halt echt die Frage. Ich weiß es nicht. Können wir noch irgendwie irgendwas... Können wir noch irgendwie irgendwas freischalten an Quests oder war es das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin da überfragt. Da ich ja auch bislang bei noch niemandem geschaut habe. Hütte des Einsiedlers, wie kommen wir denn da hin? Hier ist doch auch irgendwas noch nicht freigeschaltet. Irgendwas ist hier noch nicht freigeschaltet. Huch. Jetzt sind wir wieder in der Azurine-Klamm. Erinnert ihr euch vielleicht noch dran? Dieser richtig krasse Canyon hier. Wofür steht da eigentlich dieses Pferdebild? So, hier hatten wir die Treppe gebaut. Hier hatten wir die Treppe gebaut. Dubois Heimstätte. Hier konnten wir züchten. So war das, ne? Kleiner Stall Natur. Ah. Aber der ist eh nicht gut. Also können wir auch tatsächlich andere optische Sachen noch freischalten von den Blaupausen her. Oh, wie schön das hier aussieht. Richtig toll. Richtig schön. Aber hier ist noch irgendein Nebel und irgendwie muss ich das dann noch wegkriegen können. Und ich weiß nicht, wofür diese Dinger stehen. Gibt es irgendwo auch eine Legende, was hier was bedeutet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, Leute. Ich verabschiede mich für heute erstmal. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, jetzt wird auch demnächst... Oder vielleicht hat es sogar schon gestartet. Oder vielleicht startet es demnächst. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau. Werde ich auch den zweiten Teil vom Schleich Horse Club spielen. Der ist jetzt zwar auch schon eine Weile draußen. Ich hatte Horse Tales erstmal den Vorzug gegeben, weil das relativ zeitgleich rausgekommen ist. Und jetzt möchte ich das gerne auch noch mit euch spielen. Der erste Teil, den haben wir uns ja schon zusammen angeschaut. Und den zweiten, den möchte ich natürlich auch mit euch durchspielen. Also, danke für heute erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.